heute Automatiken zur Rücklassschriftbearbeitung verwenden. Wir haben gerade das Seminar durchgemacht, eben Rücklassschriften bearbeiten, die manuelle Methode. Und bei dieser manuellen Methode, die war gar nicht so manuell, denn hier haben wir grundsätzlich gelernt, wie wir denn von Hause aus schon mal die Gegenbuchungen hier in NetXP-Verein erstellen können und wie wir dann eben mit diesen automatisch erstellten Gegenbuchungen eben entsprechend weiterverfahren. Alle, die dieses Video später hören, weil ich weiß, dass alle der jetzt anwesenden Seminarteilnehmer, der Live-Teilnehmer, dass die eben auch vorher schon dabei waren und alle, die eben vorher oder die sich dieses Webinar in Aufzeichnung anhören, denen sei bitte so gesagt, bitte hören Sie sich oder schauen Sie sich bitte das Video unbedingt an, Rücklassschrift bearbeiten, denn dieses Seminar jetzt basiert auf dem Wissen, das wir uns gerade angeeignet haben. Automatiken. Wie gerade erwähnt, also diese Rücklassschriftautomatiken, also mein NetXP-Verein ist sowieso die einzige Software, mit der ich also relativ aufwendig und komfortabel Rücklassschriften bearbeiten kann und eben erneut Aktionen entsprechend ausführen kann. Das ist, wie gesagt, sowieso die einzige Software, bei der es so aufwendig geht. Aber wir haben also hier nicht gestoppt, sondern wir haben das Ganze noch weiter betrieben. Und zwar so weit, dass wir eben alles, was wir vorher gemacht haben, also dieses erneute Inrechnungstellen, dieses erneute Bearbeiten, das versehen wir jetzt mit einer Art Automatik, sodass wir schlussendlich eben entscheiden können, dass beim Fall X eben mit Fall Y geantwortet wird und dass eben hier das Ganze ganz schnell vonstatten geht. Ich habe einen sehr bekannten oder einen mir sehr gut bekannten Verein, einen sehr großen Verein mit über 2000 Mitgliedern, mit ganz normal vielen Rücklassschriften. Mit denen habe ich mich jetzt mal unterhalten, so ein halbes Jahr nach Einführung dieser Rücklassschriftbearbeitung. Und die lächeln, die sagen, früher hatten wir viel Arbeit mit den Rückläufern. Und jetzt, dank der Automatiken, hat sich das praktisch oder tendiert das im Endeffekt gegen Null. Und das ist genau das, sage ich auch hier immer, das ich sparen will oder das wir sparen wollen und sparen müssen. Denn die teuerste Arbeit, die es gibt in Deutschland, das ist die ehrenamtliche, denn die bringt nichts. Und ja, und durch das, dass man eben jemanden Arbeitszeit abringen will oder abbringen muss, ohne dass man ihm was dagegen gibt. Durch das findet man eben auch so wenig Personen, die hier bereit sind. Und daher sollte man diesen Personen, die ja sowieso schon mal kostenlos arbeiten, nicht die Arbeit auch noch zusätzlich schwer machen. Also, wir befinden uns im Menü Buchungen Rückläufer. In diesem Menü Buchungen Rückläufer gibt es also jetzt immer noch 5 Rücklassschriften. Wie vielleicht vorher nochmal zusätzlich, nochmal zur Wiederholung, wie vorher erwähnt, ist es inzwischen vollkommen egal, aus welcher Ecke die Rückläufer kommen. Das heißt, handelt es sich hierbei um Beitragsrückläufer, um Rückläufer aus Einzelbuchungen oder Rückläufer aus Rechnungen, die per Lastschrift eingezogen wurden, ist egal. Schlussendlich landen jetzt alle Rückläufer hier in diesem Zentraltopf. Ja, die Arbeitsabläufe. Erstmal eine schlechte Nachricht, damit man diese Arbeitsabläufe verwenden kann. Das muss man erwähnen. Sollte der Verein über das Datenpaket Pro verfügen, das Datenpaket Pro, das ist also beinhaltet ganz viele nützliche Dinge im NetXP-Verein, wie Daueraufträge, wie beliebig viele abzurechnende eigene Tabellen, wie beliebig viele berechnete eigene Felder und so weiter. Wer diese Arbeitsabläufe haben will, braucht leider dieses Datenpaket Pro. Und auch hier mal ein kleiner Hinweis, das Datenpaket Pro kostet die Wahnsinnigkeit von 5 Euro im Monat. Also deutlich günstiger ist eine Schachtel Zigaretten. Und wenn man sich mal überlegt, dass ein Rückläufer in der manuellen Bearbeitung circa 10 Minuten dauert, einer, und ein Rückläufer mit einer Automatik praktisch Nullzeit in Anspruch nimmt, ja, kann man sich vorstellen, was man also insgesamt spart übers Jahr hinweg. Und wie gesagt, ehrenamtliche Arbeit ist wertvoll, viel wertvoller als alles andere. Und aus dem Grund sollte man hier vielleicht nicht unbedingt am falschen Eck sparen. Was sind diese Automatiken? Diese Automatiken, die finden wir hier unten bei Arbeitsabläufe verwalten. Ja,
Und zuallererst mal hier habe ich natürlich keinen Arbeitsablauf. Wir schauen uns jetzt aber erstmal nochmal diese Rückläufer ganz kurz an. Und zwar habe ich jetzt mal hier zum Beispiel einen Rückläufer. Das ist ein Rückläufer, der ist unbearbeitet, hat sonstige Gründe. Das bedeutet also meistens bedeuten die sonstigen Gründe mangels Deckung. Und unbearbeitet bedeutet, dass ich also den jetzt noch nicht in der Hand hatte. Dann habe ich einen zweiten Rückläufer. Hier ist IBAN fehlerhaft. Mit dem hatten wir aber bereits Mailkontakt. Und dann haben wir auch nochmal hier Deckung fehlt, Deckung fehlt, Deckung fehlt, das Ganze unbearbeitet, ebenfalls dreimal. Wir schauen uns jetzt mal das Ganze an mit diesen Arbeitsabläufen verwalten. Ich erstelle hier unten ganz einfach einen neuen Arbeitsablauf. Sie sehen jetzt auch gleich, das ist alles überhaupt kein Hexenwerk, das ist also total einfach und easy. Also Rückläufer, Arbeitsablauf anlegen. Ich brauche für den Arbeitsablauf jetzt erstmal einen Namen. Und ich nenne den jetzt mal unbearbeitete Rückläufer Deckung fehlt. So, das ist also für alle, die wir vorher gesehen haben, bei denen eben Deckung fehlt und die vom Status hier unbearbeitet sind. Als nächstes wählen wir den Arbeitsablauf Typ. Auf Forderung verzichten, keine weitere Bearbeitung, zum Beispiel von Amts wegen gesperrt, wie vorher schon erwähnt, das ist meistens, der Zahlungspflichtige ist verstorben, ja, oder hat ganz ernsthafte Probleme, da kann man sich mal überlegen, was man macht. Also diesen Rückläufergrund gibt es. Dann E-Mail senden ist klar, wir wollen jetzt mal nur nichts berechnen oder sonst irgendwas, sondern wir wollen ihm jetzt erstmal E-Mail schicken und erneut abrechnen würde wiederum bedeuten, wir wollen jetzt diese Forderung neu stellen per Lastschrift oder per Überweisung mit Rechnung, ohne Rechnung, mit E-Mail-Versand, ohne E-Mail-Versand. Das alles wird oder beinhaltet dieser Punkt später erneut abrechnen. Aber wir wollen ja unsere Mitglieder nicht verbrennen. Aus diesem Grund senden wir ihnen erstmal eine E-Mail. Da wir verschiedene Abteilungen haben mit verschiedenen Girokonten, kann man eben hier auch das Rückläuferkonto entsprechend wählen, also auf welchem Konto der Rückläufer eingehen muss, damit die Automatik hier hellhörig wird. Dann welche Rückläufergruppe. Wir haben uns dazu entschieden, oder ich habe das mal so kanalisiert, dass man eben hier gesagt hat, das kann man, also man sieht das auch, man kann hier anpassen, dass man eben sagt, okay, Lastschrift nicht möglich, beinhaltet IBAN fehlerhaft, Konto aufgelöst, Konto gesperrt, Zahlungsart für Konto unzulässig, ungültiges oder abgelaufenes Mandat, Mandatsdaten fehlerhaft, fehlende Zahlungsinformationen oder spezifische Dienstleistung der Bank des Zahlers. Bedeutet, ich kann hier nicht mehr einziehen, Lastschrift nicht möglich. Deckung fehlt, sonstige Gründe. Doppeleinreichung, Lastschriftwiderspruch oder Rückruf durch den Einreicher. Diese ganzen Gründe könnten wir, wenn wir wollen, also hier eben entsprechend noch zusätzlich anlegen, wenn wir denn das tatsächlich machen wollten. In unserem Fall easy, hier Deckung fehlt, Deckung fehlt. Und jetzt müssen wir noch auswählen, für welche Rückläufer, für welchen Rückläuferstatus diese Automatik gelten soll und diese Automatik soll eben gelten für alle, die den Status unbearbeitet haben. Weiter. Jetzt stellen wir ein, welche E-Mail wir an die schicken wollen. Ich habe jetzt hier mal eine E-Mail-Vorlage vor. Ich habe eigentlich extra hier eine E-Mail-Vorlage vorbereitet. Schade. Macht aber nichts, denn wir könnten die also jetzt hier auch entsprechend nochmal hinzufügen. Könnten jetzt hier einstellen. Das muss man eben nur einmal machen. Bezeichnung, machen wir hier Deckung fehlt, unbearbeitet, dann Betreff. Rücklassschrift ist ja wurscht.
Beitragseinzug. Und jetzt könnten wir eben hier noch zusätzlich dann immer einfügen, hallo, dann immer der jeweilige Vorname des Mitglieds zum Beispiel. Wir wollten die Beiträge einziehen. Leider ging dein Beitrag zurück. Was wollen wir machen? Also hier kann man dann eben einen schlüssigen Text erfinden und dann wird gesagt, also MFG XYZ. So, man könnte an der Stelle jetzt also auch ein fertiges PDF anfügen. Das bedeutet, es gibt ja in NetXP Verein ja hier eben entsprechend vorgefertigte Schriftwerke unter Kommunikation, Dokumente, vorgefertigte Vorlagen, eben damit also das Ganze wunderschön mit Anschrift und mit Logo des Vereins eben in Form eines offiziellen Briefs eben hier versandt wird, kann man diese Vorlage hier auswählen und könnte dann diese eben auch hier mit einfügen. Dann haben wir jetzt unsere E-Mail drin. An jede E-Mail-Adresse oder nur an eine bestimmte? Ich will jetzt mal nur an jede. Weiter. Status, der nach Abschluss des Arbeitsablaufes gesetzt werden soll. Ja, das ist einfach. Das ist dann Mail-Kontakt. Und wir geben denen 7 Tage Zeit. Das bedeutet, wir stellen also automatisch eine Wiedervorlage in 7 Tagen ein. Weiter. Und damit bin ich jetzt erstmal mit dem ersten Arbeitsablauf fertig. Der Witz jetzt ist folgendes. Angenommen, wir haben jetzt 50 Rücklassschriften drin mit Status unbearbeitet und Rückläufertyp Deckung fehlt. Lastschrift nicht möglich. Na, Deckung fehlt, die Lastschrift nicht möglich. Das würde für uns jetzt in Zukunft bedeuten, da kommt ein sehr wichtiger Hinweis, da kann jetzt eben eingestellt werden und wir sehen jetzt hier, dass ein Arbeitsablauf nicht möglich ist und zwar ist das, Gott sei Dank habe ich das so eingestellt, der erweiterte Mail-Client kann noch nicht, muss ich dazu sagen, zum automatischen Versand verwendet werden. Das bedeutet, wir müssten an der Stelle unbedingt dafür sorgen, dass der Benutzer, dass der diese Rücklassschriftbearbeitung macht, eben tatsächlich den einfachen E-Mail-Client verwendet und nicht den erweiterten. Also, dass der Benutzer eben hier entsprechend den einfachen E-Mail-Client verwendet und eben nicht den erweiterten. Ich momentan mache es bei mir so, dass ich immer umschalte. Das ist momentan noch so, das sollte nicht mehr lang dauern, bis das dann beim Erweiterten auch möglich ist. Aber wie gesagt, momentan ist dieser Umstand noch. Es war kein Problem, ob man jetzt den einfachen oder Erweiterten verwendet. Hauptsache, ich kann E-Mails schreiben. Buchungen, Rückläufer. Ja, und wir sehen also jetzt sofort, anhand hier dieses Hakens Arbeitsablauf ausführbar, sehen wir also jetzt sofort, dass wir zum Beispiel für diese 4 Rücklassschriften eben Automatiken grundsätzlich anwenden können. Das bedeutet, ich könnte also jetzt hier in dieses zweite Register Arbeitsablauf anwendbar klicken. Hier würde ich sehen, welcher Arbeitsablauf ausgeführt wird, wer das zahlende Mitglied ist, Rückläufergrund, Konto und der Status. Klick unten nur auf Arbeitsabläufe anwenden und NetXP Verein hätte im Endeffekt jetzt hier 4 E-Mails versandt oder 50 oder 100. Außerdem springt jetzt automatisch jeder Status auf Mailkontakt und die Wiedervorlage auf 17.05. Jetzt muss man sich mal vorstellen. Seien wir uns mal ehrlich, wie viele Rücklassschriftgründe gibt es denn? Zahlungswiderspruch durch oder Widerspruch durch den Zahlungspflichtigen, dann keine Lastschrift mehr möglich im weitesten Sinne, sprich IBAN fehlt, IBAN fehlerhaft, Konto erloschen etc. Und das andere ist Deckung fehlt. Da habe ich 99,9% aller Lastschriftgründe abgearbeitet. Und wenn ich jetzt diese 3 Automatiken anlege, dann muss ich tatsächlich genau einmal klicken,
zweimal klicken und schlussendlich dann dreimal klicken auf Arbeitsabläufe anwenden. Und wenn ich 50 oder 100 Rücklassschriften habe, habe ich in dem Moment 50 oder 100 Rücklassschriften komplett fertig abgearbeitet. In unserem Fall, wir machen das sehr streberhaft. Wir wollen jetzt einen zweiten Arbeitsablauf neu. Und zwar stellen wir jetzt ein, erneut in Rechnung stellen. Erneut in Rechnung stellen. Für alle ohne Deckung. Man kann davon ausgehen, dass Menschen, die zu wenig Geld am Konto haben, sich auf die erste E-Mail nicht melden. Das ist leider so. Meistens so, ganz großer Fehler. Arbeitsablauftyp, ich will das Ganze erneut abrechnen. Das heißt also, wir haben also Ihnen jetzt Zeit gegeben, eine Woche, bis Sie sich, dass Sie sich bei uns melden, dass wir den Fall in irgendeiner Art und Weise klären. In dem Moment hätten wir ja das erneut abrechnen können, so wie wir es vorher gelernt haben, als Rechnung mit offenem Posten, ohne offenen Posten und hätte dann dies eben entsprechend gegenbuchen können. Für uns ganz wichtig ist, Arbeitsablauf anwenden für Girokonto, Rückläufergruppe, Deckung fehlt, sonstige Gründe und Rückläuferstatus, Mailkontakt. Das heißt also für alle, die jetzt Mailkontakt haben, kann dann eben hier zusätzlich noch ein weiterer oder alle, die bis jetzt in Mailkontakt sind, kann ich eben nach Ablauf dieser Wiedervorlagefrist, kann ich dann eben diesen Arbeitsablauf hier verwenden. Im nächsten Schritt entscheide ich in der Automatik, ob der jetzt diese Bankgebühren erlassen bekommt oder ob er es zahlen muss. Bei mir muss es natürlich zahlen. Im nächsten Schritt kann ich jetzt entscheiden, ob die zusätzlich noch Strafposten einen oder mehrere bezahlen müssen oder auch nicht. Bei mir müssen sie. Und zwar 5 Euro Rücklassschriftgebühr. Genau. Weiter. Ich will, dass die Delinquenten diesen Betrag überweisen müssen, weil Erlassschrift bei einem Konto, das zurückkommt, ist meistens keine so gute Idee. Weiter. Und ich will, dass das Ganze dann auf mein Girokonto überwiesen werden muss, dass eine Rechnung erstellt wird mit der Vorlage Beitragsrechnung, dass der Rechnungsnummernkreis Standard verwendet wird. Und weil es 5 Euro extra zahlen müssen, bekommen sie auch extra 14 Tage Zeit, die Rechnung zu zahlen. Weiter. Ich könnte jetzt die Rechnungen anzeigen jedes Mal. Das heißt, dann würde ein PDF aufgehen mit 25 PDF-Seiten, das meine Rechnungen sind. Oder, wenn ich will, könnte ich das Ganze jetzt auch speichern und als Mail versenden. Hier würden dann im Endeffekt die Rechnungen, die per Mail versendet werden können, weil die Empfänger E-Mail-Konten haben, also eine E-Mail-Adresse haben, die würden die Rechnung per E-Mail erhalten und alle anderen Rechnungen könnten wir dann aus Kommunikationsdokumente auswählen, sehen wir jetzt dann gleich, könnten die drucken und von Hand versenden. Weiter. Ich wähle meine E-Mail-Vorlage wieder. Jetzt könnte ich hier neu wählen. Hinzufügen. Ich nehme jetzt einfach mal meine alte, denn das ist ja egal, was in der E-Mail drin steht, an jede E-Mail-Adresse senden. Und Status nach Abschluss des Arbeitsschrittes ist abgeschlossen, weil hier eine Rechnung erstellt wird und diese Rechnung ist der Schluss, denn diese Rechnung muss bezahlt werden oder sie wandert ins Mahnverfahren. Weiter und fertigstellen. Jetzt haben wir einen zweiten Arbeitsablauf. Und auch hier sehen wir jetzt wieder, dass wir diese Arbeitsabläufe wählen können. Jetzt könnten wir uns hier noch das Wiedervorlagedatum oder die Wiedervorlage in Tagen. Nein, Sekunde. Ich sehe es nicht. Ja. Ich sehe es jetzt leider nicht, ist jetzt egal. Also das heißt, ich könnte jetzt hier eventuell noch Wiedervorlage dann filtern. Schlussendlich klicke ich unten, Sekunde, kann ich das? Na genau. Geht denn? Ich kann das jetzt praktisch hier anwenden
Und was passiert jetzt? Jetzt werden eben entsprechend die Rechnungen erstellt. Das dauert jetzt übrigens etwas länger. Werden die Rechnungen erstellt und per E-Mail gesandt, schließen. Und jetzt sind diese ganzen hier abgeschlossen, wenn wir schauen, Kommunikation, Dokumente. Hier wurden also jetzt, naja, tatsächlich alle E-Mails entsprechend versandt. Wenn wir uns dann dieses Dokument ansehen, dann sehen wir Emilia Koch Bankgebühren und Rücklassschriftgebühren. Das war also für die Rechnung, die sie nicht bezahlt hat. Und die Bayerlina hat einen Beitrag oder hat zwei Beiträge hier nicht bezahlt. Fakt ist das, diese Arbeitsabläufe, ja, sollen helfen, eben im Verein das ganze Thema Rücklassschriftgebühren auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Sollen helfen, das Ganze auf ein absolutes Minimum zu beschränken und auf die Art und Weise eben ermöglichen, dass der Ehrenamtliche wieder Zeit fürs Wesentliche hat und nicht für diese lästigen Verwaltungstätigkeiten.